15:29 Uhr schon wieder der späte Fehler, das gibt's doch nicht. Auch Nadine Heuchler bekommt kein fehlerfreies Schießen zustande. Der 19. Schuss geht daneben und kostet die Deutsche eine Top-10-Platzierung. Schade, 15:27 Uhr, Davidova einmal Föbei, ebenso wie die derzeit führende Monika Heunisch schießt Markéta Davidova im letzten Schießen zum ersten Mal vorbei. Das tschechische Top-Talent geht mit 9 Sekunden Rückstand auf die Polin auf die letzten 3 Kilometer, 15:21 Uhr, Heunisch geht in Führung, die Polin Monika Heunisch hat auf der Schlussrunde offenbar die besten Qualitäten und setzt sich mit 13,7 Sekunden Vorsprung auf Paulina Fialkova im Ziel an die Spitze. Das könnte bereits der Sieg sein, 15:20 Uhr, Nadine Heuchler fehlerfrei, jawohl. Nadine Heuchler schießt weiter ganz sauber und bleibt auch bei ihrer dritten Einlage fehlerfrei. 48 Sekunden fehlen nach ganz vorne, aber bei noch einer fehlerfreien Runde könnte da noch was gehen. 15:19 Uhr, Fialkova bleibt vorne, 1,3 Sekunden fehlen bei Babenica im Ziel und die Lettin bleibt knapp hinter der führenden Paulina Fialkova. Was macht Monika Heunisch? Nach dem dritten Schießen liegt die Tschechin Davidova auch noch aussichtsreich, 15:17 Uhr, Heunisch, Bendika oder Fialkova, das ist jetzt der Dreikampf um den Sieg. Paulina Fialkova setzt sich im Ziel nach einer furiosen Schlussrunde zunächst mal vor die beiden Italienerinnen an die Spitze. Lisa Hauser kommt zunächst auf 5 ins Ziel, 15:15 Uhr, Hauser vorne, dabei auch Lisa Hauser aus Österreich hat sich mit nur einem Fehler ganz nach vorne geschoben und liegt nach dem vierten Schießen auf Rang 5. Da könnte sogar noch was Richtung Treppchen gehen, 15:14 Uhr, die Strecke wird schneller, offenbar werden die Laufbedingungen in Pokljuka hinten raus besser. Auch die Polin Monika Heunisch und die Tschechin Fialkova greifen ganz vorne an. Das wird eine ganz enge Kiste, 15:14 Uhr, es tut sich was fest, unbemerkt hat sich gerade mit 4 fehlerfreien Schießeinlagen die Lettin bei Babenica nach dem letzten Schießen an die Spitze gesetzt. Kann sie ihre 14 Sekunden auf Vitozzi verteidigen? 15:11 Uhr, Hildebrand, Hermann und Hinz im Ziel. Die drei deutschen Damen haben heute allesamt ihre Problemchen am Schießstand gehabt. Nur Franziska Preuß hat einmal vorbeigeschossen, alle anderen mindestens zweimal. Hildebrand ist auf Rang 8 derzeit zweitbeste Deutsche, 15:09 Uhr, Ölbeck fliegt heran, Hanna Ölbeck haut auf der letzten Runde nochmal alles raus und hat Franziska Preuß 1,3 Kilometer vor dem Ziel bereits geschluckt. Kann die Schwedin auch die beiden führenden Italienerinnen noch attackieren? 15:08 Uhr, italienische Doppelführung im Ziel, Lisa Vitozzi hat den knappen Vorsprung auf ihre Teamkameradin Dorothea Viera auf der letzten Runde verteidigt. Mit 6 Sekunden Vorsprung geht sie in Front und sorgt für eine italienische Doppelführung vor Franziska Preuß, 15:05 Uhr, Ölbeck nochmal vorbei. Auch Hanna Ölbeck leistet sich beim letzten Schießen noch einen kostspieligen Fehler. Ansonsten wäre die Schwedin wohl in Führung gegangen, so liegt sie 23 Sekunden hinter Vitozzi und nur 3 Sekunden hinter Franziska Preuß, 15:02 Uhr, Preuß auf 3. Bei den finalen 3 Kilometern liegt Franziska Preuß nach ihrem Fehler 18,6 Sekunden hinter der mittlerweile führenden Italienerin Vitozzi und ihrer Landsfrau Viera. Geht da noch was nach vorne? Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, 15:01 Uhr, der Letzte geht vorbei, das darf doch nicht wahr sein. Genau wie Simon Schemp heute Morgen setzt Franziska Preuß den letzten ihrer 20 Schüsse daneben und vergibt so die Chancen auf den Sieg. Denise Herrmann patzt derweil 2 weitere Male und fällt leider weiter zurück, 14:59 Uhr, Innerhofer im Ziel. Als erste Athletin kommt Österreichs Katharina Innerhofer ins Ziel. Nach 4 Schießfehlern wird sie allerdings noch jede Menge Plätze zurückfallen, 14:58 Uhr, 3 Fehler für Kuzmina, auch die Russin wird heute zumindest mit dem Treppchen wohl nichts zu tun haben.
Anastasia Kuzmina ballert insgesamt dreimal daneben und liegt nach dem vierten Schießen über eine Minute hinter der momentan führenden Dorothea Viera. 14.56 Uhr Fehler bei Ilberg. Beim dritten Schießen patzt auch die bis dato führende Schwedin erstmals. Mit einer Strafminute liegt sie hier nun 17 Sekunden hinter der führenden Franziska Preuß. Wenn die deutsche Biathletin beim letzten Schießen sauber bleibt, könnte das eine ganz enge Kiste werden. 14.54 Uhr die Laufform passt, hätte sich Denise Herrmann gerade nicht im letzten Liegenschuss ihren zweiten Fehler geleistet, wäre hier richtig was drin. Sie liegt trotz zweier Strafminuten nur eine Minute hinter ihrer führenden Teamkollegin Franziska Preuß. 14.52 Uhr Preuß zieht vorbei, stark. Auch Franziska Preuß lässt beim dritten Schießen keine Scheibe stehen und geht 7 Sekunden vor Dunkley in Führung. Noch eine fehlerfreie Einlage und hier ist ein Podestplatz. Drin. Auch Franziska Hildebrand bleibt liegen sauber und bei einer Strafminute, während Denise Herrmann leider ihren letzten Schuss daneben setzt. 14.51 Uhr Dunkley nach dem dritten Schießen vorne. Die US-Amerikanerin Susan Dunkley macht bislang ein prima Rennen und liegt nach 3 Einheiten mit dem Gewehr in Führung. Nur 7 Sekunden dahinter lauert allerdings trotz eines Fehlers Dorothea Viera. Liegend ist die Italienerin erneut fehlerfrei geblieben. 14.49 Uhr Ilberg legt vor. Die Olympiasiegerin ist auch heute eine heiße Kandidatin für den Sieg. Hanna Ilberg bleibt auch beim zweiten Schießen fehlerfrei und fliegt an der Konkurrenz vorbei. Die Schwedin liegt über eine halbe Minute vor der zweitplatzierten Franziska Preuß. 14.47 Uhr Tandre Wold konstant fehlerhaft in Great Landmark. Tandre Wold aus Norwegen bleibt ihrer Linie treu. Beim dritten Schießen schießt sie genau wie bei den ersten beiden Einlagen einmal vorbei und wird so heute auch nicht ums Treppchen laufen. 14.43 Uhr Preuß souverän sauber. Bei Franziska Preuß leuchten auch beim zweiten Schießen alle vier Scheiben weiß auf und die DSV-Athletin geht nach 6 Kilometern in Führung. Franziska Hildebrand zielt ebenso wie Denise Herrmann einmal daneben und fällt ein Stückchen zurück. 14.42 Uhr Mekarinen patzt, was war das? Top-Favoritin Kaisa Mekarinen hat beim ersten Schießen offenbar einen kompletten Blackout und schießt liegen viermal daneben. Damit muss die Finnin schon jetzt alle Hoffnungen auf den Sieg begraben. 14.41 Uhr Doppelführung bei 4,7 Kilometern. Denise Herrmann setzt sich bei Kilometer 4,7 mit 13 Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkollegin Franziska Hildebrand an die Spitze des Feldes. Da kommen zwar noch jede Menge Damen und Schießeinlagen, für den Moment sieht das aber erstmal schick aus. 14.39 Uhr Fehler bei Heuchler. Caroline Heuchler zielt beim zweiten Schießen leider auch gleich beim ersten Schuss einmal daneben und fällt ein Stück zurück. Derweil setzt sich Hanna Ilberg beim ersten Schießen mit 0 Fehlern knapp vor Denise Herrmann an die Spitze. 14.37 Uhr Fehler bei Viera. Die in Führung liegende Dorothea Viera hat sich derweil beim zweiten Schießen einen Fehler geleistet und ist hinter die US-Amerikanerin Dunkley zurückgefallen. 14.36 Uhr Herrmann vorne, 2 Fehler für Hinstars, war kein Auftakt nach Maß. Vanessa Hinz beginnt liegend mit gleich 2 Fahrkarten und dürfte wohl mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben. Im Gegensatz zu Denise Herrmann. Die Deutsche liegt ebenfalls fehlerfrei und geht nach dem ersten Schießen in Führung. 14.34 Uhr Preuß crasht vor. Hildebrand zieht nach. Mit einem fehlerfreien und vor allem schnellen ersten Schießen hat sich Franziska Preuß nach langsamer Auftaktrunde nach vorne geschoben. 8 Sekunden hinter der führenden Dorothea Viera liegt sie auf Rang 2, wird aber gleich mal von der ebenfalls fehlerfreien Franziska Hildebrand verdrängt. 14.32 Uhr Herrmann beginnt schnell. Denise Herrmann spielt ihre läuferischen Qualitäten zu Beginn des Rennens gleich aus und liegt bei der ersten Zwischenzeit 6 Sekunden vor der Norwegerin Tandre Wold in Front. Für die ehemalige Langläuferin wird sich das Rennen einmal mehr am Schießstand entscheiden. 14.31 Uhr Olympiasiegerin gestartet. Mit Hanna Ilberg ist nun auch die Olympiasiegerin unterwegs.
Was ist der Schwedin heute in Pokljuka zuzutrauen? 14.30 Uhr Heuchler beginnt fehlerfrei. Caroline Heuchler absolviert die erste deutsche Schießanlage souverän und lässt alle fünf Scheiben weiß werden. Läuferisch fehlen ihr nach der ersten Runde 15 Sekunden auf die Spitze. Ebenso viel Rückstand hat Franziska Preuß derweil schon bei der ersten Zwischenzeit auf der Strecke. Das läuft scheinbar noch nicht rund. 14.27 Uhr gute Bedingungen am Schießstand. Schon beim ersten Liegenschießen wird klar, dass die Bedingungen optimal sind. Die ersten Damen schießen allesamt null Fehler, was Dorothea Wierer vor die Österreicherin Katharina Innerhofer an die Spitze des Feldes katapultiert. 14.25 Uhr deutscher Block am Start mit Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Denise Herrmann gehen zwischen den Startnummern 18 und 23 gleich vier deutsche Damen auf die Strecke. Da dürfte es unterwegs die eine oder andere Begegnung und Laufgemeinschaft geben. 14.23 Uhr Heuchler gestartet mit Caroline Heuchler ist die erste deutsche Biathletin auf die Strecke gegangen. Ebenso wie Nadine gilt die jüngere der beiden Heuchler-Schwestern als exzellente Schützin. Eine gute Grundlage für das Einzel, wo jeder Schießfehler gleich eine Minute kostet. 14.21 Uhr erste Favoritin unterwegs mit Dorothea Wierer ist die erste Mitfavoritin auf die Strecke gegangen. Mit dem dritten Platz in der Mixed-Staffel hat die 28-Jährige bereits gezeigt, dass mir ihr auch früh in diesem Winter schon zu rechnen ist. 14.18 Uhr das Rennen läuft, die ersten Damen sind unterwegs. Die Strecke sieht sehr gut aus und die Sonne scheint in Pokljuka. Beste Voraussetzungen also auch für das Schießen, das im Einzel immer eine enorm wichtige Rolle einnimmt. 14.14 Uhr gleich geht's los. Bei guten Bedingungen in Pokljuka sind für die Damen heute 15 Kilometer zu absolvieren. Es wird viermal geschossen, jeder Fehler kostet eine Strafminute. Die Kanadierin Rosanna Crawford wird in wenigen Augenblicken als erste von insgesamt gut 100 Läuferinnen auf die Strecke gehen. 14.11 Uhr Schweizer Trio mit Dabei. Der Schweizer Verband muss auf seine beste Athletin in Pokljuka noch verzichten. Selina Gasparin, Silbergewinnerin von Sochi, peilt die Rückkehr in den Weltcup nach der Geburt ihres zweiten Kindes erst für Ende Januar an. Ihre beiden Schwestern Elisa und Aita Gasparin sind hingegen ebenso in diesem ersten Individualrennen der Saison am Start, wie Lena Heckel. 14.07 Uhr Quartett aus Österreich. Aus dem österreichischen Lager werden vier Biathletinnen an diesem ersten Einzelrennen der Saison teilnehmen. Besonders Katharina Innerhofer, die mit Nummer 2 auf die Strecke gehen wird, hat gute Erinnerungen an Pokljuka. Vor vier Jahren konnte sie hier im Sprint den ersten österreichischen Weltcup-Triumph überhaupt feiern. Neben Innerhofer gehen heute Lisa Hauser, Julia Schweiger und Dunja Sedak für den ÖSV an den Start. 14.03 Uhr das DSV-Team in Abwesenheit von Dahlmeier ruhen die Hoffnungen beim DSV zunächst auf Franziska Hildebrand, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Nadine Heuchler. Alle fünf Damen wissen bereits, wie man im Weltcup aufs Treppchen läuft und wollen in diesem Jahr oben angreifen. Komplettiert wird das deutsche Aufgebot bei diesem Einzel in Pokljuka von Anna Weidel und Caroline Heuchler, die mit Startnummer 11 als erste der sieben DSV-Skijägerinnen in die Spur gehen wird. 13.57 Uhr. Wie ist die Form bei den Favoritinnen? Natürlich ist es vor dem ersten Rennen immer schwer zu sagen, wer in einem Winter zum Favoritenkreis gehört. Ganz vorne darf man aber sicher wieder mit Gesamtweltcup-Gewinnerin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland rechnen. Auch Anastasia Kuzmina aus der Slowakei, die Italienerin Dorothea Wierer und Tiril Eckhoff aus Norwegen dürften wieder um Podestplätze laufen. Die Weißrussin Daria Domrascheva hat ihre Karriere nach der letzten Saison ebenso wie ihr Ehemann Ole Einar Bjørndalen beendet.
Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird den Weltcup-Auftakt nach einer langwierigen Erkrankung verpassen und erst im neuen Jahr in ihre Saison starten. 13.49 Uhr, es geht wieder los mit dem heutigen Distanzrennen, ist die Jagd um Weltcupsiege und Kristallkugeln eröffnet. Für die kommenden 3,5 Monate zieht der Biathlon-Zirkus wieder durch die Welt und krönt seine Champions. Das Highlight dieses Winter werden die Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund Anfang März sein, bevor die Saison traditionell in Oslo ihren Abschluss findet. 13.47 Uhr, herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Weltcup der Damen. 4 Tage nach den Staffelrennen steht für die Skijägerinnen im slowenischen Pokljuka das erste Einzelrennen der Saison auf dem Programm. Um 14.15 Uhr gehen die Biathletinnen auf die 15 Kilometer.